Yuchi, Leute, willkommen zu meinem Let's Play Illusion of Time im Deutsch. Ja, Leute, ich will die Sache nochmal Let's Playen. Nur mit dem Unterschied, dass es halt im Deutsch ist. Ja, warum mache ich das jetzt? Aus zwei Gründen. Der erste Grund ist halt, ich wollte immer eigentlich auch mal einen Gegner zeigen. Also, da gibt es einen suboptimalen Gegner. Wenn man ihn besiegt, dann kriegt man auch ein alternatives Ending. Obwohl, so alternativ ist auch nicht. Dann kriegt man noch ein hübsches Artwork da hinten. Das wollte ich nur zeigen. Konnte ich aber nicht mehr zeigen, weil da, wo die Abspeicherung drauf war, also der Computer ist leider, nun ja, nicht mehr einschaltbar. Und das heißt, ich komme nicht mehr ran. Der zweite Grund ist, ich möchte euch mal die deutsche Übersetzung zeigen. Ja, die deutsche Übersetzung. Echt peinlich ist. Ihr werdet schon sehen an manchen Stellen, wo ihr denkt, das ist doch nicht deren Ernst gewesen. Oh doch, Leute. Das war deren Ernst gewesen. Ja, ihr Ernst. Alter. Oh, heißt Stone Age. Stone Age. Boah, kannst du mal richtig Namen aussprechen, du Nabbel? Nein, kann ich nicht. Okay, also, ihr müsst das aber auch mal selbst sehen. Oh, das ist der Turm vom Babel. Boah, ist die Dose kalt. Ja, wenn ihr so Gluck hört. Ich kipp nur gerade. Oh, die Kristallschädel. Ich hab da was, mein Glas mit eiskalter Monster-Energie, diese Doktor, gefüllt. Wow. Schmeckt nicht lecker, nicht schlecht. Wie Orangenlimonade. Aneinander nachgesprochen. Oh. Ich glaube, Indiana Jones hat es mit der Diät übertrieben. Da hat ihn ja auch dann mal Kühlschrank nicht geholfen. Ja, Leute. Ich habe mir den Film angetan. Ich dachte nur eins. Der autobare Kühlschrank! Jeder, der den vierten Teil von Indiana Jones kennt, der weiß, was ich meine. Ich weiß eigentlich nicht, was da George Lucas... Das war doch George Lucas oder Steven Spielberg. Ach du Schande, ich verwechsel die beiden. Naja. Sie waren sich so ähnlich, dass man denken könnte, es sind eine dieselben Personen. Ja? Okay, ich muss mich mal wieder dran gewöhnen. Earthbound wird natürlich auch zu Ende gespielt. Schule! Oh nein! Mal ganz unter uns, Leute. Ich habe Schule immer gehasst. Hallo, ich bin Will. Ein Jahr ist vergangen, seit ich meinen Vater zum Turm von Babel begleitete. Mein Vater und seine Leute ereilte ein Unglück. Irgendwie habe ich es zum Südkap zurückgeschafft. Ich kann immer noch nicht glauben, dass mein Vater nicht mehr am Leben ist. Wenn ich erwachsen bin, werde ich ein Forscher und erkunde die Welt. Irgendwo treffe ich da meinen Vater. Irgendwo als Skelett. Das ist alles für heute. Und ihr vier macht bitte eure Hausaufgaben. Ich glaube, sie sind nachgesetzt. Ihr müsst nachsetzen. Außerhalb der Stadt wurden Monster gesichtet. Geht nur in Begleitung eurer Eltern und hinaus. Als ob irgendwelche Eltern wirklich was gegen Monster unternehmen können. Das alles sind Superhelden. Bis nachher, am gewohnten Ort. Ich muss erst nach Hause. Ich komme später nach. Wenn du dich nicht beeilst, wird deine Mutter denken, dass du nachsitzen musst. Ich glaube, der hat Lance gemeint. Was mit dir? Willst du noch hier bleiben, Lance? Wir treffen uns bei der Höhle am Meer.
Was laberst du nochmal? Obel, hör dir mein Gedicht an. Es war mal ein kahl altes Schloss und Kunibert, so hieß der Boss. Das hört sich wirklich eindeutig nach einem Kindergedicht an. Na, das ist hier so ein Portal, da können wir speichern und so. Und was machst du hier oben? Hey Will, wie oft habe ich dir gesagt, dass du nicht hier hochkommen sollst? Du machst immer solchen Unsinn. Naja, was soll's, ich kann dich ja so nicht aufhalten. Irgendwie erinnert der Typ mich an Ness Mutter. So sagen, die hat ja auch, die sagt zwar auch, ach, das kannst du nicht machen und letztendlich mach es doch eh so. Ich meine, warum erst mal Moralpredigt hat, wenn man eh sagt, ach, du machst eh, was du willst. Ich bin Gaia, die Quelle allen Lebens. Ich bin dein Helfer und Beschützer. Nur wenige Auserwählte können dieses Portal betreten. Suche es auch, wann immer du es siehst. Im Portal kannst du das bisher Geschehene speichern. Tu dies, bevor du weiterziehst. Ja, speichern wir mal. Das Gesicht hat mich so dermaßen umgehauen, dass ich noch mal anhören will. Nicht nochmal, meine ich. Ja, bitte. So sei es. Leb wohl. Also hier kann man immer speichern und auch heilen. Und dann gehen wir mal wieder. Ach, Moment mal. Du bist nicht ausgerüstet. War hier nicht irgendwas? Doch, natürlich. Oh, das Juwel gefunden! Ja, das brauchen wir, damit wir halt den suboptimalen Gegner freischalten können. Ja, das kann ich aber schon verraten. Ach, sieh mal an, Lenz ist auch nach Hause gegangen. Suchen, suchen, suchen. Das muss man echt versuchen. Ach, eigentlich mag ich das Spiel. Ist auch nie schön. Ich verbinde auch schöne Erinnerungen. Ach ja, mit meinem Freund. Ah ja. Er hat mir das Spiel mal gebracht. Und war ziemlich erstaunt, dass ich sehr schnell vorangekommen bin. Naja, erstmal für Strategie. Ich reise sehr viel umher und verkaufe den Leuten Waffen. Es ist zwar unruhige Zeiten, aber an Kinder verkaufe ich keine Waffen. Oh, keine schlechte Idee, Kinder machen nur Blödsinn damit. Ist nicht? Ich bin besorgt. Ein Haufen dubioser Händler macht hier seit kurzem Geschäfte. Das habe ich gespielt, als ich noch klein war. Und immer noch klein bist. Du bist ein Zwerg. Selbst in das Spiel erinnert mich an ein altes Kinderspiel. Vielleicht weiß ein Kinderspiel ist. Nur ich. Okay, muss ich das irgendwie verstehen. Hier wohnt mein Freund Erik. Dies ist das größte Haus in Südkap. Er träumt davon, auch einmal ein Haus besitzen. Ja, danke. Wäre mal schön, wenn nicht mal mir Bescheid gesagt wird, wann Will redet und wann der allwissende Erzähler labert. Das wäre mal schön zu wissen. Keine Angst, ich brenne nicht. Mir raucht nur der Kopf in den vielen Stress. Den ganzen Tag dieses große Haus zu putzen, das strengt an. Aber er ist schlank. Juwelen, Juwelen, Juwelen. Ich glaube, hier kann ich noch... Man muss bedenken, es gibt nämlich sowas wie ein No-Return. Okay, das war die Treppe. Ich dachte, ich ging nochmal unten. Noch ein... Wie war es in der Schule? Ich hoffe, du hattest etwas gelernt. Lernen ist wichtig, um später das Finanzamt hinzuhintergehen. Okay, das ist so der typische Humor, den die Übersetzer von Nintendo damals hatten. Einiges ist nicht schlecht, anderes hat halt diesen... Ja, es muss jetzt witzig sein, Humor. Und so sehr ich es auch schade finde, dass Earthbound nie ins Deutsche übersetzt wurde, bin ich auf der anderen Seite auch froh, weil Earthbound hat einfach einen eigenen Humor, der durch die falsche Übersetzung zerstört worden wäre. Und okay, ob da jemand bei der Übersetzung da Fallen für gewiesen hätte, halte ich zwar für möglich, aber unwahrscheinlich. Jeder beneidet uns um das, dieses große Unsers. Was denken die sich eigentlich? Wir waren schließlich die Ersten in dieser Stadt und haben deswegen Sonderrechte. Also sollen sie auch rumzunörgeln. Ach, netter Kerl, oder? Ist hier eins? Ja. Wenn ich den Wind durch dein Haar wehen sehe, beneide ich dich. Nicht so wie meins unter dem Tuch. Mit anderen Worten, das Haus voll Mädchen.
Mein Freund ist Astronom und behauptet etwas Seltsames. Ein Stern nähert sich der Erde. Und hat er so nebenbei gelabert. Es tut mir so leid. Ich kann verstehen, warum er es hasst, seine Eltern jeden Tag streiten zu sehen. Ja. Mhm. Ich wollte da reingucken, du dummes Ding. Lenz Haus. Dein Vater ist bereits seit einem Jahr bei dem Turm von Barbe verschollen. Mir kommt es so vor, als sei es erst gestern gewesen. Ich gebe mir auch Mühe, auch richtig, ja, gut vorzulesen. Aber so gut wie Ali oder wie Sui werde ich wohl nicht sein und... Ich will hin! Ach komm, du dumme Kuh, du nimmst doch das Building wieder weg. Doch nicht. Und ist Juwel gefunden. Wie viele Juwelen kann ich hier noch kriegen? Ich weiß, das ist eins, das ist sehr speziell. Wo schlägt denn... Ach, da, warte mal, jetzt kann ich mal gucken. Ist hier was? Nein. Ist hier... Oh, die Tür hat sich schon wie gestern auch geöffnet. Amara! Oh. Kaum war die Tür zu Sis Haus geöffnet, hörte man die Eltern schon streiten. Hey, ich wollte doch gucken. Scheiße. Die tragen alle Kopftücher. Wie unangenehm. Lass mich in Ruhe. Ich mache mit meinem Geld, was ich möchte. Müsste es nicht eigentlich heißen, was ich will? Okay, möchte hört sich zwar höflicher an, aber ein bisschen gestelzt. Also, Mensch und den Schuh. Oh, dieser Mann, er raubt mir die letzten Nerven. Wie konnte ich ihn nur heiraten? Ich hätte ihn schon längst verlassen, wenn es nicht wäre. Ja klar, immer sagen Kinder die Schuld geben indirekt. Es ist zwar hart, aber wenn Eltern nicht können, ist es doch besser, wenn sie sich scheiden lassen. Aber dann geht's auch so, dass man diesen Rosenkrieg... Oh Gott, ich hasse es, wenn Leute ihre eigenen Kinder instrumentalisieren müssen. Ich schaffe es nicht! Ja, ich glaube, der angegraten riesigen Schuh. Seehöhle. Für die vier Freunde ist die Höhle am Meer ihr zweites Zuhause. Sie ist ein bisschen nass und feucht und unangenehm, aber trotzdem ist sie ihr zweites Zuhause. Sie treffen sich hier nach der Schule, um bis abends hier zu spielen, auch wenn es nass und feucht war. Was ist los, Will? Es ist schon spät. Ich spiele noch mit Seths Karten. Bin gleich so weit. Ich werde ganz sicher gewinnen. Plötzlich erschien Erik. Er scheint sehr aufgeregt zu sein. Ich habe Neuigkeiten! Große Neuigkeiten! Die Prinzessin von Edwards Schloss ist weggelaufen! Man vermutet sie hier in Südkap! Das sind ja tolle Nachrichten. Das ist alles. Du bist hier reingeplatzt, als sei etwas Schlimmes passiert. Ist doch nur eine olle Prinzessin weggelaufen. Könnte es sein, dass du dich in die Prinzessin verliebt hast? Wie soll das denn gehen? Ich meine, wenn er sie nie gesehen hat? Nein! Aber vielleicht kommen die Soldaten hier, um nach ihr zu suchen. Wenn die Soldaten hier auftauchen, bekommen wir Ärger, denn wir dürfen hier nicht spielen. Okay, das könnte ein Problem werden. Das könnte doch ein Problem werden. Pech im Spiel und mit der Liebe sieht es auch nicht besser aus. Ja. Scheiße! Mann, Leute, lasst den Scheiß! Quatscht nicht einfach, wenn ich irgendwie Knöpfe drücke! Aber ich glaube, die Cess hat irgendwas gefragt nach dem Motto, ja, was machen wir jetzt? Ich möchte Wills telekinetische Kräfte sehen. Kennst du sie noch nicht? Er bewegt Dinge, ohne sie zu berühren. Also wie Luke Skywalker es macht. Er hat die Statue dort hinten in die Ecke verschoben. Mach's doch mal, Will! Cool. Zieh es... Nee. Zieh es, indem du die Flöte in deinen Kreis kriegst. Okay. Oh, setz dich weg! Wow. Aufregung. Ja. So, ich muss hier aber... Zieh eine Karte. Irgendeine. Oh, ja, so... Übrigens, diese Art von Spiel gibt's auch wirklich.
Nimm jetzt eine die Karte. Von Hilfe glaubst, sie sei das Karo Ass. Okay. Wer nimmt eine Karte? Es ist natürlich das Karo Ass. Spielt also keine Rolle, wo man die Karten zieht. Ha, richtig! Hüp, hüp. Oh, ich bin sprachlos. Hey, Sis, es ist doch so eine Art von Psychokraft, oder? Ja, was Ness auch kann. Und Paula und Puh. Es muss sich um eine Art psychische Kraft handeln. Ich wüsste auch gerne, was sich dahinter verbirgt. Die meisten Leute haben 5 Sinne. Sehen, hören, schmecken, riechen und fühlen. Ja, man merkt's. Das ist wohl eindeutig. Die, ja, wie nennt man solche Leute? Das war nur ein Lexikon. Ja, das haben sie. Ich vermute, Wills Psychokraft ist eine Art 6. Sinn. Also was Pinkie Pie mit ihren Zocken schweifert. Was Hess erzählt, ist viel zu kompliziert für mich. Oh je, Lance. Das nennst du kompliziert. Mann. Wir hätten die Kittys, die hier wohnen, es schon längst begriffen. Und dabei bist du weitaus älter als sie hier. Lass uns doch einmal spielen, Sir. Naja. Komm, ich will zu... Ich will zu Erik! Ich das noch nur könnte. Ja, bist du das wieder? Noch ein Spiel mit Seth und ich gehe nach Hause. Haha, ich werde ganz sicher gewinnen. Jo, schön für dich. Ah ja, ist es an. Es ist bereits dunkel, als Wild die Höhle verlässt. Okay, dann mal los. Die macht auch immer dieselbe Arbeit. Unterhalten die sich jetzt? Ach so, ja, mit ihr habe ich ja geredet. Moment! Außerhalb der Stadt wurden viele Dämonen gesichtet. Ohne deine Eltern darfst du die Stadt nicht verlassen. Wie schon gesagt. 0815 Eltern hätten gegen Monster auch keine Chance. Das soll jetzt nicht sein, dass ich Eltern schwach hatte. Oh ja, hast du schon... Ich glaube, hier war ich schon drin, oder? Nö. Was kochst du denn da? Hier riecht's gut. Ich habe keinen Ofen, also koche ich in diesem Topf. Okay. Hä? Hab ich auch mit dir Geld? Okay, ja, ja. Ja, ausgerüstet. Ich kann auch später was ausrüsten und... Ach komm, geht's ja noch schneller! Also das ist ihr Wildshaus und... Ein Schwein ist in Wildshaus eingedrungen. Mann, Will, jetzt hast du echt ein Schwein. Was macht dieses Schwein in mein Haus? Ja... Und gut. Sieht aus wie so ein Sparschwein, wenn ihr mich fragt. Schweinchen, was hast du vor? Ganz schön kräftig, dieses Schwein. Schieb uns einfach zur Seite. Wer bist du denn, Mädel? Hamlet, du sollst keine Fremden angrunzen. Ist das dein Haus? Es gehört meinen Eltern. Ja. Kannst du dich mal vorstellen, Mädchen? Du siehst ein bisschen schäbig aus. Ja, super reizend, Mädchen. Kommst du einfach in mein Haus? Und machst dich richtig breit und fett und... Sagst, ich bin schäbig? Schäbig ist wohl der Fall. Es gibt wichtige Dinge. Ja, zum Beispiel gutes Benehmen. Wo sind deine Eltern? Nicht zu Hause? Was geht es hier eigentlich an? Oh Gott, ey. Sind das auf dem Bild dort deine Eltern? Mein Vater ist ein Forscher. Ich weiß, all meine Forscher, man sagt, es sei verschollen. Eines Tages wird er zurückkommen. Denkst du auch an deinen Vater? Also, ich kenne sie nicht, aber sie ist so sofort per Du. Es muss sehr schwer sein für dich. Ich fühle mit dir. Nee. Also, sorry, aber sie kommt einfach rein, labert uns von der Seite an und redet, was das sie mit uns fühlt, okay? Magst du eigentlich Musik? Ja, meine Oma Lola ist eine begabte Sängerin. Ich hörte sie hier oben singen. Sie hat eine schöne Stimme.
Was das Gute jetzt übrigens ist, Leute, dass es auf Deutsch ist, will ich nicht so die Sprache vergewaltigen. Zum Glück. Sagst du noch was? Ja, und da schwankt uns. Aber was macht sie? Sie kommt einfach hier rein und tut so, als ob sie schon immer gehört. Willkommen zu Hause, wenn ich singe, verliere ich jedes Zeitgefühl. Das Essen dauert noch. Ja. Unglaublich, so hat Oma lange nicht mehr gesungen. Ich find's übrigens merkwürdig, dass manche tatsächlich ihren eigenen Lebensgefährten tatsächlich mit Oma oder Mutter anreden und nicht mit ihren Namen. Eine Großmutter Lola war eine große Sängerin. Ihre Stimme hat mich verzaubert. Deswegen habe ich sie aufgeheiratet. Es ist schon so lange her. Ich muss jetzt aufpassen, jetzt kann ich schon wieder wegdrücken. Will, du solltest nicht überrascht sein zu hören. Das Mädchen, das gerade hier war, ist deine Verlobte. Nein, ich lehne ab. Hilfe! Ein Schrei von unten. Sie hat gelauscht und ist wohl geschockt, dass ich sie doch nicht heiraten will. Der Schrei kam von dem Mädchen. Ups, der Schrei kam von dem Mädchen. Ich habe ja vergessen, er ist ja der Kerl. Lalalala. Man merkt, dass mir das Mädel egal ist. Lalalala. Tja, Leute, falls ihr es noch nicht bemerkt habt, aber ich bezweifle mal, dass ihr wirklich nicht so die Hälsen hat. Ich bezweifle es. Ich glaube schon, dass ihr es bemerkt habt, meine ich. Das ist die Prinzessin. Die Nervensäge da. Kara, wir haben dich überall gesucht. Ich kenne dich nicht. Verschwinde. Aber Kara, wenn ich dich nicht zurückbringe, werde ich einen Kopf kürzer machen. Was kümmert mich, ob du deinen Kopf verlierst? Ach, ist nicht ein sympathisches Mädchen. Prinzessin! Denkst du, ich habe nichts anderes zu tun, als dir nachzujagen? Versuch dir doch mal den Hintern. Ich muss dich zurückbringen! Befehl des Königs! Okay. Einfach angehakt und dann abgeschleppt. Die sind aber tatsächlich größer, die Leute. Will, ich musste dich anlügen. Ich bin Kara, die Tochter des Königs. Wieso anlügen? Sie hat uns doch gar nichts erzählt. Das sind wir ein Verschweigenmädchen. Es kommt mir vor, als wären wir schon lange kennen, als wären wir gute Freunde. Das ist Einbildung, Schätzchen. Das ist Einbildung. Okay, sie ist weg. Sehr erholsam, wenn ihr mich fragt. Das arme Mädchen. Wenn ich jetzt mich nicht täusche, in der englischen Version ist das so, dass er was ganz was anderes erzählt, nach Motto, die ist nicht ohne. Etwas Schloss, darunter befindet sich eine große Unterführung. Dein Großvater hat sie gebaut. Opa, ehrlich? Ich war früher Architekt. Und im Gefängnis ist... Unter dem Schloss ist ein Gefängnis. Es ist wie ein Labyrinth gebaut, um jede Flucht zu verhindern. Ich fühle mich schuldig, weil ich ein Gefängnis gebaut habe, in dem Leute für immer verschwinden. Mal ganz ehrlich, wenn die Leute Scheiße gebaut haben, wie Mord, Vergewaltigung und sowas, dann sollen sie von mir aus verschwinden. Wenn sie unschuldig sind, dann nicht. Und das ist der springende Punkt. Genug geredet, das Essen ist fertig. Ja. Ich habe eine leckere Pastete gemacht. Lass uns nach oben gehen. Ich habe da oben übrigens nichts gesehen, was darauf hinweist, dass da eine Küche ist. Hey Will, willst du nicht, dass Lolas Gerichte immer seltsamer werden? Ach, sieh mal einer an. Jetzt kann er ihren Vornamen sagen. Gestern gab es Hasenköttel mit Reis. Davor hatten wir gefrittierte Spinnenbeine. Och, ich glaube, die Ingos aus den Amazonas essen gerne Spinnenbeine. Das ist ihr leibgerecht. Aber Hasenküttel, naja. Ich kann langsam nicht mehr. Wenn alte Leute Sorgen haben, kann es passieren, dass sie etwas vergesslich werden. Vielleicht liegt ihr etwas auf der Seele, worüber sie nicht sprechen kann. Quasi. Achso, das wird alles groß geschrieben, die Buchstaben. Okay. Kann ich mal rausgehen? Tatsächlich. Ich will den Streit nicht essen, aber
Wir müssen es triggern. Und essen auf der Treppe. Es gab leckere Schneckenpastete mit Schlagsahne. Ich aß nur ein Stück. Opa hat die halbe Pastete verdrückt. So viel zum Thema, dass er es nicht mehr sehen kann. In der Nacht träumt Will von einer großen Weltreise mit Kara. Ach ey, kaum getroffen und schon verknallt. Oh je, mije. Am nächsten Morgen geschieht etwas Unvorsehbares. Ja, aber das sehen wir in der nächsten Folge von den Let's Play Illusion of Time in Deutsch. See ya!